Die Notaufnahme in Saarbrücken. Ganz viele waren schon hier, aber einige Patienten werden oft mit dem Rettungswagen hier reingefahren. Und rund 1000 Patienten erleiden pro Jahr einen Schlaganfall, die hier eingeliefert werden. Wir sind im Klinikum Saarbrücken hier am Winterberg mit 3 Ärzten gleich zusammen. Und heute geht es um das Thema Schlaganfall. Erstmal vielleicht vorab der Chef des Hauses, zumindest der kaufmännische und auch selbst Arzt. Guten Tag, grüß dich. Hallo, grüß euch zur zweiten Staffel hier im Klinikum Saarbrücken. Heute geht es ums Thema Schlaganfall. Was passiert, wenn ich einen Schlaganfall habe? Was passiert im Krankenhaus mit mir? Was wird an Diagnostik gemacht? Was für Therapiemöglichkeiten gibt es? Und da freuen wir uns, euch heute hier einen Einblick in unser Haus geben zu können. Du hast 2 Ärzte mitgebracht. Einmal der Andreas Binder. Hallo, grüß dich, Andreas. Ja, hallo, grüß Gott. Genau, du bist auch zum Thema Schlaganfall unterwegs, quasi tagtäglich das ganze Jahr. Ja, das ist richtig. Einer unserer Hauptversorgungsschwerpunkte ist die Versorgung von akut mit einem Schlaganfall erkrankten Menschen hier in Saarbrücken. Du machst das zusammen mit dem Kollegen, dem Elmar Spüntrop. Hallo, Elmar. Ja, hallo, grüß euch. Ja, wir haben hier begonnen. Warum? Ja, hier kommen die Notfallpatienten an. Die werden hier eingeliefert, kommen dann in die zentrale Notfallaufnahme und von da aus dann weiter in die Diagnostik. Und da werden wir von radiologischer Seite auch einiges erzählen und berichten können und auch radiologische Therapieverfahren. Prima. Wir gehen am besten mal in die Notaufnahme rein. Das ist der Weg. Jetzt bin ich hier quasi mit dem Wagen gekommen. Normalerweise geht man hier rein, wenn man noch zu Fuß gehen kann. Aber wenn man mit dem Wagen drin ist, dann wird man sofort reingefahren in der Notaufnahme mit dem Krankenwagen. Die Tür wird jetzt mal kurz geöffnet. Wir gehen rein. Das Ganze muss sehr, sehr schnell gehen, oder? Ja, ist richtig. Zeit bedeutet hier, je schneller wir sind, desto besser können wir den Patienten helfen. Da entscheiden Minuten? Da entscheiden Minuten. Es kommt immer darauf an, wie das bei dem individuellen Patienten gelagert ist. Aber bei vielen Patienten entscheiden auch die Minuten. So, und hier ist alles natürlich, die Wege sind so optimiert, dass es möglichst schnell geht, oder? Das ist richtig. Wir haben hier ein ganz enges Aneinanderliegen der wichtigen Bereiche, die zu einer Schlaganfallversorgung dazugehören. Und deshalb geht es hier ganz, ganz schnell, weil die Wege kurz sind. So, jetzt sind wir schon am ersten Ort angekommen. Das heißt, erstmal ist der Patient erstmal hier. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist der sogenannte Schockraum, den wir aber auch nutzen für die Annahme und die Erstbehandlung von Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall, weil wir hier uns erstmal ein Bild davon machen müssen, worum es sich überhaupt handelt bei dem Patienten. Handelt es sich um Schlaganfall? Handelt es sich um eine andere Erkrankung? Und wie schwer ist der Schlaganfall ausgeprägt? Was müssen wir tun? Was müssen wir erwarten, was wir an Diagnostik und Behandlung machen? Schockraum, wo kommt der Name her? Das sind Patienten, die halt schwer erkrankt sind, häufig auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und vom Notarzt deswegen dann auch hier angemeldet werden. Wir haben das auch so, dass alle Schlaganfallpatienten, die über den Rettungsdienst hier angeliefert werden, vorbeigebracht werden, angemeldet werden, damit sie diese ganz schnelle sogenannte Fast-Track-Schiene laufen und alles ganz, ganz schnell geht. So, das Thema Ausstattung des Krankenhauses. Ihr seid sehr, sehr modern unterwegs. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Ja, wenn man Schlaganfallpatienten modern behandeln möchte, braucht man alles im Krankenhaus, auch moderne Technik, sowohl auf neurologischer Seite, aber auch hier in der Notfallaufnahmestation natürlich und in radiologischer Seite auch, insbesondere dort die Schnippeldiagnostik und die Kathetertechnik. So, wir fangen mal ganz kurz an, dass man das mal erklärt. Es gibt hier unglaublich viele Apparaturen, die man sieht. Ja, da braucht man keine Angst zu haben. Die sind für den Patienten da, nehme ich an. Ne? Die sind dafür da, dass wir den Patienten bestmöglich helfen können. Das ist nun eine sehr komplexe Apparatur. Das ist für Patienten, die so schwer erkrankt sind, dass sie möglicherweise bei der Aufrechterhaltung des Kreislaufsystems und der Atmung Unterstützung brauchen. Das ist aber nur im geringeren Falle notwendig. Das heißt, die meisten Patienten müssen nicht so versorgt, aber wir sind immer vorbereitet. Also wir sind auf jede Situation vorbereitet und manche Patienten haben in der Tat so schwere Schlaganfälle, dass sie auch schon beatmet zu uns kommen, gerade dann, wenn sie von anderen Krankenhäusern verlegt worden sind zu uns. Und dann können wir die Patienten hier direkt weiter behandeln und müssen nicht umständlich etwas eine Versorgung organisieren. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir werden auch von der Rettungsleitstelle vorinformiert, wenn Patienten mit einem schweren Schlaganfall kommen. Das heißt, wir haben auch die Gelegenheit, so 10 Minuten vorher uns dann vorzubereiten, dass wir auch das ganze Equipment, was ihr hier seht, schon bereitstellen, dass das CT, was wir uns jetzt angucken, schon vorbereitet ist, weil jede Minute, wo das Gehirn nicht durchblutet ist, sterben Hirnzellen ab. Das ist schlecht für das sogenannte Outcome, also wie geht es dem Patienten nach dem Schlaganfall nachher weiter. Und deshalb ist es umso wichtiger, möglichst wenig Zeit in der Diagnostik zu verbrauchen, um möglichst schnell in eine Therapie einsteigen zu können, dass möglichst viel Hirngewebe bei den Patienten halt erhalten bleibt. Das ist halt Time is Brain.
Hier sind wir schon da. Hier ist schon das Computertomographiegerät der neuesten Generation. Wir haben ein Beispiel mal auf dem Monitor aufgespielt. Wir können auch gerne mal reingehen. Der Raum ist gar nicht so groß, aber da steht wirklich eine ganz tolle Technik. Wir können ultraschnell in wenigen Sekunden das gesamte Gehirn mit hunderten von Schichten untersuchen. Und direkt im Anschluss daran wird Kontrastmittel gegeben. Da sieht man so eine schlaue Pumpe auf der rechten Seite. Ich kann sie mal zeigen. Die ist jetzt aus. Aber hier sind zwei Kolben. Das wird mit ganz viel Druck in die Vene, in die Ellenbeuge gespritzt. Und zu dem Zeitpunkt, wenn das Kontrastmittel gerade durchs Gehirn läuft, werden nochmal Aufnahmen angefertigt. Wir haben ein Beispiel oben auf dem Monitor zusammengestellt. Ich komme mal rüber. Gerne. Das Gerät, das sieht sehr neu aus. Ist auch letztes Jahr neu installiert worden. Das ist wirklich ein High-End-Gerät der neuesten Generation. Maximal schnell und gleichzeitig möglichst wenig Strahlenexposition. Ist ja auch wichtig, aber exzellente Diagnostik. Und so sieht sowas aus. Mit rot markiert sind hier die Gefäße, ein wirrer Gefäßbaum. Das ist, sieht aus wie Regenwürmer. Hier gibt es mal Einzelschichten, sieht man auch die Regenwürmer. Und vielleicht kann man schon sehen, hier der Regenwurm ist lang, hier fehlt ein Stück Regenwurm. Da ist was nicht richtig. Oh je, oh je. Das ist ein Patient, der hier einen großen Schlaganfall hat, ein großes Hirngefäß, welches verschlossen ist, mit einem Gerinnsel. Und dann ist das Problem, wie wir es eben gelernt haben, dieses Gebiet dahinter hat nicht genug Sauerstoff. Und darum hat der Patient auch eine so schlimme Symptomatik. Und jetzt kommt dann der Kollege der Neurologie. Wir treffen uns hier im CT. Der ist ja immer dabei. Und dann überlegen wir, was ist jetzt das Beste für diese Patientin. Jetzt konkret in diesem Fall, was wäre hier das Beste gewesen, deiner Erfahrung nach? Wir haben es auch das Beste natürlich gemacht bei dieser Patientin. Ja. In diesem Falle ein so großes Gerinnsel würden wir dann mit dem Katheter aus dem Kopf entfernen. Also dieser Patient wird sofort vom CT, also von der Computertomographie, in das Katheterlabor verbracht und wir werden dann mit einer sogenannten Bürste oder Reuse dieses Gerinnsel mit dem Katheter entfernen, damit hinterher das Gehirn wieder vollständig durchblutet ist. Okay, das werden wir ja gleich auch nochmal sehen. Das heißt, ihr geht wirklich mit einem Gegenstand ins Gehirn rein und säubert das. Kann man das so jetzt mal... Ja, man kann auch sagen, man putzt das Gefäß wieder sauber, fast wie ein Abfluss auch sonst oder eine Rohrleitung. Ist bloß sehr, sehr klein. Das Gefäß ist 1,5 mm groß. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Man darf nichts kaputt machen. Aber wir können heutzutage recht sicher diesen Tropfen komplett rausholen. Also ich lege mich hier drauf und dann, was ist da zu beachten? Gut, wenn ich natürlich mich nicht mehr bewegen kann, ist es vielleicht nicht mehr so einfach. Aber die Leute kriegen Anweisungen, die müssen besonders still liegen, oder? Prinzipiell sollen sie nicht runterspringen zwischendrin. Das ist schon klar, dürfen auch nicht runterfallen. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Ja, sie sollen natürlich sich nicht so sehr bewegen. Der Tisch fährt langsam ein, aber der Schuss, um ein Hirn darzustellen, ist so schnell, da bewegt sich heute nichts mehr. Das war früher anders? Das war früher anders. Früher waren viele Bilder verwackelt. Ein Schlaganfallpatient ist unruhig, zum Teil kann er nicht sprechen, sich nicht verständigen. Er weiß nicht, was passiert. Angst vielleicht auch. Hat auch Angst, natürlich hat er Angst. Und das bricht viel über ihn ein. Das ist ja alles schlagartig gekommen. Vor 10 Minuten noch zu Hause gewesen, dann in der Notfallaufnahme. 10 Minuten später ist er hier. Zig Leute um ihn herum. Aber letztendlich sind wir hier in der Lage, auch bei leichten Bewegungen noch scharfe Bilder zu generieren und schnell die Diagnose für den Neurologen machen zu können. Vielleicht mal eine Frage an euch beide. Wie war denn das früher? Ich meine, ihr habt wahrscheinlich die Historie eurer Vorfahren, Ärzte, mal studiert. Die hatten ja keinen CT. Ja, vor der CT-Zeit war es ganz schwierig, weil wir gar nicht wussten, ist es eine Blutung oder ist es jetzt eine Durchblutungsstörung? Das ist richtig. Seitdem wir das CT haben, konnten wir das klären. Das ging so in den 80er Jahren los. Die Frage des Gefäßes darzustellen, das ist erst 10 Jahre so exzellent möglich. Auch noch in 3D, man kann es fast anfassen. Man kann es anfassen, man könnte es versuchen, es ist aber nur ein Monitor, es ist noch kein Ausgusspräparat, aber letztendlich ist es wie plastisch dargestellt. Ich sag jetzt mal, ich hab in 3D, weiß ich, wo ich praktisch hin muss, oder? Und das müssen wir uns im Kopf überlegen anhand dieser Bilder. Das geht dann auch. Ja, was hast du? Du hast doch bestimmt noch was zu sagen. Das Gerät ist 1 Jahr alt. Ihr seid recht stolz drauf, dass die Ausstattung wirklich immer aktuell ist. Ja klar. Ich denke, wenn man als neurovaskuläres Zentrum, also die höchste Versorgungsstufe der Schlaganfallbehandlung bieten will, und davon gibt es nur 2 Zentren im Saarland, die Uni in Homburg und wir, da muss man auch neueste Gerätetechnik hier vorhalten, um eine bestmögliche Diagnostik und Behandlung für Schlaganfallpatienten anzubieten. Wir versorgen im Jahr 1000 Schlaganfallpatienten.
natürlich nicht jeder mit so einer ausgeprägten Symptomatik, nicht jeder braucht eine solche Katheteruntersuchung oder eine Kathetermaßnahme. Aber ich denke, wir sind sehr gut ausgestattet, technisch in der Bildgebung, in Kathetereinrichtungen und aber auch auf der Schlaganfallstation, die wir später noch sehen, sodass wir auch dem Patienten bestmöglich an Behandlung alles bieten können. Und du bist auch zufrieden mit dem Gerät, was ihr habt? Ich bin damit sehr zufrieden, weil wir dir einen großen Sprung nochmal gemacht haben mit der neuesten Technologie, noch schneller sein können, noch in der höheren Auflösung. Und wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, in diesem Raum, wenn wir über Behandlungen sprechen, ja auch immer noch die systemische Thrombolyse, also die Lysetherapie, das Medikament über eine Vene zu geben, um zum jetzigen Zeitpunkt hier auch schon... Ach, jetzt schon Maßnahmen einzuleiten. Ja, genau, schon was einzuleiten, so ein Medikament zu geben, was jetzt schon diesen Verschluss, der dort ist, oder Verschlüsse, die auch weiter oben liegen, die man mit dem Katheter nicht gut erreicht, auch aufzulösen, um dem Patienten damit auch helfen zu können. Ja, wie geht es jetzt weiter? Jetzt bin ich hier drin, jetzt wird diagnostiziert. Ihr habt jetzt festgestellt, die Vene ist verschlossen, da ist ein Problem. Das ist die Arterie, also das Blut. Die Arterie. Also das, was das Gehirn aktiv nach vorne versorgt. Der Patient wird rasch wieder umgelagert und wir gehen dann für diesen Patienten direkt ins Katheterlabor. Auch da können wir gerne den Weg jetzt gehen. So, Andreas, das ist der, ich sag mal, Punkt, wo du meistens übergibst an deinen Kollegen schon? Das ist richtig. Also die Patienten werden von uns in die Angiografie begleitet. Da werden die Patienten also ständig auch überwacht. Und wir übergeben dann die Patienten erstmal für die weitere Behandlung einmal an die Kollegen der Radiologie, für die Katheterbehandlung, aber auch an die Kollegen von der Anästhesie, die Narkoseärzte, da diese Behandlung, wenn sie notwendig ist, in Narkose gemacht wird. Das heißt, die Leute, die bekommen davon nichts mit? Das ist richtig. Weil die Patienten auch ganz ruhig liegen müssen, weil die Kollegen ja dann, wenn sie in den Gefäßen sind, im Gehirn natürlich sehr ruhig agieren und sehr ruhig behandeln müssen, dann müssen die Patienten ruhig liegen. Okay, das heißt, für euch auch direkt mehrere Ärzte müssen anwesend sein, jemand, der denen hilft einzuschlafen, ja. Und guckt, dass auch wieder aufwachen, nehme ich an. Und das, Ein ganzes Team ist da, der Neurologe ist da, zwei Radiologen sind da, ein Anästhesist, eine Anästhesiepflege. Der Raum ist dann voll mit Leuten, aber die brauchen wir alle. Wir haben hier zwei Räume. Dies ist das zweite Gerät. Auf dem ersten Gerät kommt jetzt gleich ganz schnell ein Patient. Wir können noch kurz reinschauen, ja, wie der Hauptraum ist. Ich gebe mal Gas, dass wir das sehen, denn wir sind ja mitten im Betrieb. Der kommt aber jeden Moment. Wir gehen mal kurz hier rein. Also wir haben ja Live-Betrieb hier. Das ist gerade einer gekommen über die Notfallaufnahme. Der wird gleich hier behandelt, in dem Fall im Bauch. Das ist ein Katheterlabor. Man sieht das hier. Das ist die Kamera. Ähnlich wie eine Aldi-Kamera, ist alles digital, klar. Mhm. Das macht die Bilder, das wird auf den Patienten draufgefahren, näher dran. Hier kommt der Patient mit dem Kopf rein, die liegt dann hier. Und man sieht da hinten sogar noch eine zweite Ebene. Damit man sich überhaupt 3D orientieren kann, haben wir zwei Richtungen, wie wir gleichzeitig gucken können. Das ist was ganz Besonderes, was man im Kopf braucht. Darum ist das eine Zwei-Ebenen-Angiografie, so nennt sich sowas. Damit kann man dann auch im Kopf manövrieren. Wir bekommen jetzt eine Diagnostik zu sehen, die eine 3D-Möglichkeit des Einblickes in das Gehirn bietet. Ja, wir führen jetzt gerade die zweite Ebene hinein. Der Patient würde auf dieser Erhöhung auf dem Kopfkissen liegen. So, und dann können wir schon erkennen, dass die beiden Ebenen gleichzeitig fungieren können. Und wir können die in verschiedensten Ebenen gleichzeitig rotieren. Oder auch einzeln in den verschiedensten Ebenen hin und her kippen, damit wir genau das so einstellen können, damit wir überhaupt in der Lage sind, genau die Gefäßverschlüsse darzustellen und behandeln zu können. Wir haben noch ein zweites Gerät, das zeigen wir euch gleich auch nochmal, damit wir auch zwei Behandlungen gleichzeitig durchführen können. Hier wird gleich ein Eingriff stattfinden, wir sind ja im Live-Betrieb. Wir gehen aber gleich rüber in den zweiten Raum. Wir müssen ja auch mal zwei Schlaganfälle gleichzeitig behandeln können. Das ist ganz wichtig, das ist gar nicht so selten. Aber wir nehmen euch jetzt mal mit rüber und dann können wir nochmal das mit den Kathetern genauer noch zeigen, wie die aussehen. Wir haben ein paar Katheter vorbereitet. Wir zeigen euch das jetzt mal an der Ein-Ebenen-Anlage, auch die Gerätschaften, was man da jetzt genau verwendet an Kathetern. Und können wir gleich mal gucken, wie fein diese Katheter sind, um ins Hirngefäß vorzudringen und das Blutgerinnsel dann zu entfernen. Kaum sichtbar, nehme ich an. Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ist wahrscheinlich extrem fein. Ja, die Systeme sind natürlich sehr, sehr klein, weit unter 1 Millimeter. Die Gefäße, die wir wieder öffnen, sind 1 bis 2 Millimeter nur groß. Also sind die Materialien, die Katheter, hauchdünn. Wir zeigen das gleich mal hier. Also so sieht so ein Angiografietisch dann aus, ein steriler Tisch. Das dürfen wir jetzt aber alles anfassen, das ist extra für uns vorbereitet.
das ist schon ein etwas dickeres System, das wirkt schon ganz schön dick. Das kommt aber nur in die Leiste rein, also so. Also du beginnst meist unten in der Leiste oder immer? Fast immer in der Leiste. Das heißt, wir müssen von hier bis in den Kopf. Echt? Das ist ein weiter Weg, 1,50 Meter manchmal, aber das geht. Also dies ist nur der Zugang in die Leistenarterie. Und die Arterien stehen ja alle in Verbindung, also irgendwann wird man auch schon in den Kopf kommen. Da muss man nur... Im Prinzip ein Fluss mit Nebenflüssen, kann man das sagen? Ja, so in etwa kann man das sagen, genau, mit Seitenärmchen. Ja, das kommt in die Leiste rein, das sind so sterile Materialien, die man dann sieht. Wir können das schon mal zeigen, ich nehme das jetzt raus. Ich habe jetzt keine Handschuhe, natürlich ist man normalerweise steril eingepackt, aber ich zeige schon mal die Systeme, wie klein die Drähte sind. Vielleicht Drähte, das sind jetzt die... Das sind diese kleinen... metallischen, ja, das ist wie Draht, in ddem Fall eine Legierung. Ich lege mal eine 10 Milliliter Spritze daneben, dann sieht man mal, wie klein das ist. Also das ist schon sehr, sehr, sehr klein. Dieses Teil hier ist dann mit im Gehirn und hier vorne sieht man eine kleine Bürste, eine Reuse. Ist fast nicht zu erkennen. Kann man es sehen? Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es genau in der Mitte, wenn Sie jetzt mal schauen. Ja, und das mal ein ganz klein bisschen bewegen, so ein ganz kleines bisschen nur. Und dann hat man den Kontrast. Genau, das ist eine Reuse, nennst du das? Ja, als Beispiel eine Bürste, fachchinesisch heißt es Stent Retriever, hochkompliziert. Also das ist eine Art Bürste, mit der man dann oben den Thrombus fängt. Der verfängt sich hier drin in diesem System hier. Das könnte auch mal bewegen. Ja, kann man hier drauf drücken. Man sieht, man kann da drauf rücken. Ist wie Springmetall. Wird immer wieder gleich. Aber man kann das tausendmal machen. Ne? Dong, 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 dong. Immer gleich. Es springt immer wieder auf, verformt sich nicht. Ne? Und das ist also dann mit seinen federnden Eigenschaften wird der Thrombus gefangen und dann rausgezogen. Das kommt aber noch viel mehr noch dazu. Also so einfach ist es noch nicht. Es ist, wie kriege ich dieses weiche Schlabberding oben in den Kopf rein? Das ist natürlich das Schwierigste daran. Ups. Oh, kein Problem. Ja. Letztendlich haben wir ein zusammengebautes System. Ich wollte es mal euch zeigen. Also, das ist in der Leiste drin. Ich zeige das mal kurz. Das ist das, was wir eben gesehen haben, genau. In der Leiste. Dann kommt hier dieser Hauptkatheter da durch. Das kann ich mal zeigen. Dann macht man es raus. Dann stecken wir den da durch rein. Der passt da durch. Okay, das ist praktisch eine Art Inlay drin. Ja, so kann man sich das vorstellen. Wie beim Bremsschlauch beim Fahrrad so ein bisschen. Das ist ja, so kann man, ja, das ist ein ganz guter Vergleich. Mhm. So, und das Ziel muss sein, ich zeige das mal bei mir jetzt, dass das dann auf dieser Höhe liegt, in der Halsarterie. Ich zeige das mal gerade an der Seite. So. Das heißt, du musst es von unten, von der Leiste, so weit hochschieben. Bis so. Und du musst natürlich auch das richtige Gefäß finden, damit es da landet. Ja, genau. Dafür gebe ich Kontrastmittel hier drüber, damit ich weiß, wo ich bin. So, dann sieht man, hier sind so verschiedene Systeme drin. Nochmal. Jetzt glaube ich, jetzt kommt es mehr. Das heißt, du kannst währenddessen, der Patient hier liegt, kannst du reinschauen, wo du bist. Ist das korrekt? Genau. So, durch das Gerät. Genau. Man kann über diesen Seitenarm hier Kontrastmittel spritzen. Ja. Das kommt dann oben logischerweise raus. Das ist ja ein Schlauch. Und dann weiß ich oben, da bin ich in dem Gefäß gerade. Wie so eine Art Licht, wo ich gerade bin. Wie so eine Art Licht oder wie eine Markierung. Mhm. Farbig markiert. Ja, und durch diesen kommt dann noch so ein kleiner Katheter. So, und damit geht man dann da durch. Der kommt da durch. Und dadurch kommt dann ein feiner Draht. So, dann schiebe ich dieses vor bis zum Gerinnsel. Der Draht kommt raus. Und dieses kommt dann durch diesen kleinen grünen Katheter als Ersatz für den Draht. Und dann fängt sich das Gerinnsel. Und dann kann ich alles rausziehen. Es gibt noch ein paar andere Tricks dabei. Ich kann noch einen schönen Trick zeigen. Das ist ganz spannend. Unglaublich. Das hat was ein bisschen mit Spielzeug zu tun, ne? Ja. Ist ein bisschen teuer. So, machen wir da mal was dran. Wenn man mal guckt, da vorne passiert was an der Spitze. Ich zeige das mal gerade. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Spritze. Da ist jetzt, was ist da drin normalerweise? Wir würden da Kontrastmittel reintun, also ja. Farbstoff fürs Röntgen. Ja. Und wenn ich dann hier vorne aufblase, mal da von der Spitze gucken, doing, ein Ballon. Wofür ist das jetzt gut? Den dehnen wir auf, nicht ganz so dick, das ist ein bisschen arg dick. Das sehe ich dann auch im Röntgenbild. Und der würde, ich zeige es nochmal, wie ist bei mir, das wird ja so im Hals sitzen. Ich blase den ganz kurz auf, zu der Zeit, wenn ich oben das Gerinnsel rausziehe, mache ich ganz kurz hier auf, damit kein Blut fließt, dann kann ich alles absaugen. Und dann so funktioniert das. Und das haben im Prinzip entsprechende Menschen für dich erfunden? Oder ist das so eine, Geschichte, wie ist das entstanden so, dass jemand auf die Idee kam, das genauso zu machen?
Ja, das ist die Verzweiflung gewesen, so schwere Schlaganfälle mit Katheter behandeln zu können. Es hat lange gedauert, bis die Technik so weit war und die Materialien so gut waren. Schau dir an den Herzinfarkt. Seit den 80er Jahren, 90er Jahren ist Standard eine Katheterbehandlung. Wir sind jetzt ja erst seit 8, 9 Jahren in der Lage, so sicher, ohne Verletzung der Gefäße, das Gerinnsel aus dem Kopf zu bergen. Da ist ganz, ganz viel technische Entwicklung dabei. Es darf ja auch nicht mal eben abreißen, das ist ein Riesenproblem. Ich zeig das mal. Nicht knicken. Solche Ballonkatheter braucht man auch. Man muss sicher kathetern. Und wir müssen noch innerhalb von wenigen Minuten das Gefäß wieder eröffnet bekommen. Das gehört alles heutzutage dazu, was aber ganz gut funktioniert, aber halt auch nur in den großen Zentren. Man braucht viel Erfahrung. Und darum, der Dr. Braun hat es ja eben schon erklärt, haben wir hier 2 Zentren im Saarland, wo das gemacht wird. Und darum kommen die schweren Schlaganfälle auch zu uns. Das heißt, du bist ja nicht allein. Ihr seid mit wie vielen Kollegen, die das können? Mittlerweile sind wir zu 5 Kollegen. Wir bieten das ja rund um die Uhr an. Wir müssen ja 24 Stunden, 365 Tage im Jahr das machen können und manchmal auch 2 gleichzeitig behandeln können, auch nachts. Daher haben wir jetzt mittlerweile 5, die ausgebildet sind. Ja, das ist gut, dass wir die Serie machen, denn die meisten, die kennen das hier, weil sie vielleicht eine Krankheit haben oder haben vielleicht... aktuellen Fall, ich habe eine Schürfwunde, ich habe mich irgendwie verletzt und so weiter, aber im Prinzip, das ist schon schlimm, oder? So ein Schlaganfall, das stellt so, ich sag mal, einen kompletten Umbruch im Leben eines Menschen dar. Ja, ein Schlaganfall kann einen Umbruch im Leben eines Patienten darstellen, wenn halt keine Therapie erfolgen kann oder wenn zu lange gewartet wird. Das ist doch manchmal so, dass zu lange gewartet wird? Das kann auch passieren, dass vielleicht auch jemand nachts im Schlaf einen Schlaganfall erleidet und man merkt es nicht direkt. Viele Patienten zögern auch, möglichst schnell ins Krankenhaus zu kommen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt auch Leute, die einfach nicht nachts stören wollen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht trauen sie sich nicht, vielleicht haben sie Angst, vielleicht schätzen sie auch die Symptome falsch ein. Ist ganz, ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall kann man nur jedem raten, wer Bewegungsstörungen von Armen, von Beinen hat, nicht mehr sprechen kann, der Mundwinkel hängt. Alles, was man so auch kennt an Symptomen eines Schlaganfalls. Es gibt ja ganz viele Infoveranstaltungen, die auch wir selbst machen. Infomaterial im Internet, Beratungen durch Hausärzte. Einfach ins Krankenhaus gehen, untersuchen lassen. Lieber einmal zu viel als zu wenig, weil wenn der Schlaganfall da ist, zählt jede Minute. Wir fahren in den 9. Stock in Station 95 in die Stroke Unit der Neurologie. 9. Obergeschoss. Und ich gönne Ihnen einmal ganz kurz den Ausblick auf die Landeshauptstadt Saarbrücken aus dem 9. Stock des Klinikum Saarbrücken hier am Winterberg an einem herrlichen Sonnentag im August. Und jetzt sind wir aus dem Erdgeschoss raus, quasi, wo alles sehr schnell gehen muss, sage ich jetzt mal, und die Zeit eine Rolle spielt. Und jetzt fährt man in den 9. Stock. Was hat man hier? Ja, hier ist jetzt die Schlaganfallstation von der Neurologie. Also die Patienten, die unten in der Radiologie waren, entweder mit Katheter behandelt wurden oder auch nur mit Medikation, die kommt jetzt auf eine ganz spezielle Station, Stroke Unit genannt. Und der Andreas, der wird uns gleich viel dazu erzählen, was alles so eine Stroke Unit kann. Stark, die Stroke Unit. Das heißt, die heißt wahrscheinlich auch weltweit gleich, egal wo ich bin. Die Stroke Unit ist wahrscheinlich in New York die gleiche wie hier. Das ist richtig, wobei wir hier in Deutschland eigentlich ganz stolz sein können, weil wir eines der weltbesten Netze an Stroke Units, an Schlaganfall-Spezialstationen haben. Im Saarland oder in Deutschland? In der Welt. In der Welt. Wow. Und wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich. Und das ist hier in Saarbrücken so. Das heißt, ihr habt einen guten Ruf für das Thema Schlaganfall. Also die Stroke-Unit-Versorgung in Deutschland ist weltweit führend. Wir hier im Saarland sind sehr gut aufgestellt in der Versorgung. Ja. Und wir hier in Saarbrücken spielen natürlich unseren Teil. Das heißt, wir sorgen dafür auch, dass die Behandlung auch erfolgreich ist. So, hier ist die Stroke-Unit. Gut, das ist natürlich eine Station, die man vielleicht nicht so kennt, weil sie nicht im Fokus ist. Sie ist auch richtig in einem Gebäudetrakt, der nicht so direkt zugänglich ist. Das ist richtig. Wir haben hier einen Teilstationsbereich des 9. Stockwerks, auf dem sich die Schlaganfall-Spezialstation befindet. Es ist eine Station, wir nennen es immer die diagnostische und therapeutische Drehscheibe, weil hier ganz, ganz viele Dinge passieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz viele
therapeutische Maßnahmen. Wir haben gehört, alles das, was Akutversorgung angeht. Aber natürlich hier passiert ganz viel, denn wir haben hier ein ganz großes Team. Wir haben hier ein spezielles Pflegepersonal. Wir haben Sprachtherapeuten, wir haben Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Wir haben Sozialdienstkollegen. Wir haben Kollegen, die sich mit der möglicherweise notwendigen Rehabilitation befassen. Denn das Ziel ist, dass die Patienten nach der Akutbehandlung gut stabilisiert werden, dass das, was wir erreicht haben an Verbesserung, was sich häufig hier einstellt, dass das bewahrt wird, keine Komplikationen auftreten und die Patienten dann entweder direkt nach Hause können oder sicher an die Rehabilitation kommen. Und die Rehabilitation fängt nicht erst an in der Reha-Klinik, sondern die fängt eben schon auf der Schlaganfall-Spezialstation an, weil eben ab sehr früh schon alles gemacht wird, Sprachtherapie, Bewegungstherapie, wieder zurückzufinden in den Lebensalltag. Wenn da jetzt Teile des Gehirns absterben, kann man das so sehen? Also die sterben ab in dem Zeitpunkt, wo sie entsprechend nicht mehr versorgt werden mit Sauerstoff, Nährstoffen und so weiter. Übernehmen andere Teile des Gehirns das eventuell? Ja, das ist richtig. Also das Gehirn hat eine sogenannte Plastizität. Das heißt, es kann Funktionen übernehmen und ausgleichen. Und das hilft natürlich, weil dann eben zunächst verloren gegangene Funktionen wieder erlernt werden können oder sich auch nach wenigen Tagen wieder einstellen. Wir gehen jetzt nicht hier rein, das haben wir besprochen. Wir bleiben hier, das ist natürlich aus Gründen der Diskretion der Patienten gegenüber. Wie viel Prozent der Menschen werden denn behandelt mit dieser Spezialtechnik, die der Kollege eben gezeigt hat, das Einfangen praktisch des Geringsels, und wie viel werden, ich sage jetzt mal, von dir behandelt mit, ich sage mal, möglichst interessanten Medikamenten? Also wir haben jetzt eben über ungefähr so 14-15% der Patienten gesprochen, und die anderen Patienten erhalten diese Katheterbehandlung nicht, weil es nicht möglich ist, dahingehend, weil möglicherweise kein Blutgerinnsel im Gehirn in der Schlagader sichtbar ist oder es nicht erreichbar ist. Und dafür haben wir eben andere Möglichkeiten, das ist eben die Medikamentengabe über die Vene akut oder mit anderen Medikamenten auch Blutgerinnsel, die möglicherweise in den Hirngefäßen sind, auch aufzulösen. Das Schönste ist doch eigentlich, wenn du jemanden behandelt hast und du schickst ihn nach Hause oder ihr beide schickt ihn nach Hause und der ist frei wieder von Beschwerden. Das ist richtig, das motiviert uns und das ist das Schöne an dem Beruf. Stark. Wie siehst du das genauso? Ist begeisternd, ja. Wir machen das hier seit 2010, die ersten Behandlungen. Damals noch einer der ersten, auch in Deutschland gab es noch nicht viele Zentren, die das gemacht haben. Wenn man dann am nächsten Tag den Patienten sieht mit einem so gigantischen Sprung. Vorher waren die halbseitengelähmt, schwerst krank. Und jetzt sind doch ein ganz Teil der Patienten dabei, die fast beschwerdefrei sind. Das ist schon sehr erfreuend, sehr befriedigend und auch eine hohe Motivation, sowas rund um die Uhr anzubieten. Das ist viel Einsatz von allen. Aber trotzdem ist das dann auch die Stärke und auch die Freude an dem Beruf. Ja, last but not least, das ist wahrscheinlich auch für dich die Motivation, hier zu arbeiten? Absolut. Ich denke, es ist alles gesagt, was man zum Thema Schlaganfall, moderne Schlaganfallbehandlung hier sagen kann. Wir sind stolz darauf, das unseren Patienten bieten zu können. Sagen Tschüss und Danke und freuen uns auf die nächste Sendung mit euch.